Der CSU-Ortsverband Stadtmitte hat seine diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten. Fast ein Drittel der Mitglieder waren anwesend. Vorsitzender Thomas Bertlein begrüßte dabei den Kreisvorsitzenden Martin Preuß und den Oberbürgermeister der Stadt Amberg, Wolfgang Dandorfer. Preuß sprach sich lobend über die Aktivitäten des Ortsverbands Stadtmitte aus. Der CSU-Ortsverband hat alle brisanten Themen aufgenommen, hat stets das Ohr am Bürger und hat auch aktiv mitgestaltet. So denke ich beispielsweise, dass auch der Ortsverband Impulsgeber war für das Thema Forum, dass hier die Diskussion wieder aufgenommen wurde und sich jetzt auch gestalterisch etwas bewegt. Gleiches gilt fürs Multiplex-Kino, Schießelstadel darf ich erwähnen, Schiffgasse, alles Dinge, wo sich der Ortsverband ganz aktiv ins Benehmen gesetzt hat. Und es freut mich, dass so viel Aktivität hier ausgeht, weil das unterscheidet uns von anderen Parteien in enormem Maße, dass wir hier wirklich präsent sind vor Ort, das Ohr am Bürger haben, wie gesagt, und auch dann die richtigen Weichen stellen. Bei Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer ging es um innenstadtrelevante Themen. Angesprochen wurden die Themen Multiplex-Kino und Bürgerspital-Areal. Ein brisantes Thema wurde dabei auch nicht ausgelassen. Im Dezember besuchte die CSU Stadtmitte das ehemalige Kaufhaus Forum. Die Entwicklung genau dieses Areals ist Dauerthema. Der aktuelle Stand laut Oberbürgermeister: Es ist für die Oststadt ein großer Nachteil, dass hier so ein großer Leerstand sich befindet. Wir werden jetzt versuchen, mit dem jetzigen Eigentümer zu verhandeln. Das ist aber sehr stark natürlich davon abhängig, wie kann man das kostenmäßig darstellen. Denn wir bekommen ja den Kaufpreis plus Abbruchkosten plus Neubau und das Ganze muss sich dann darstellen lassen. Also wir haben gewisse Vorstellungen. Wenn sich die realisieren lassen, bin ich mir sicher, dass es in dem Jahr noch eine Lösung geben kann. Zu den anderen beiden Themen finden Sie auf youtube.com die Äußerungen des Oberbürgermeisters unter OB zu Multiplex-Kino und OB zu Bürgerspital.